Genau. So, und gespielt wird das dann so. Man fängt mit irgendeiner Karte an. Ich fange immer ein bisschen mit der 6 an, weil das die meisten, also dann kann man es am leichtesten erklären. Jeder bekommt 5 Karten, deine decken wir mal auf, ja, damit du mitspielen, damit es ein bisschen helfen kann. Damit man mitdenken kann am Bildschirm. Genau. Normalerweise sind die Karten natürlich verdeckt. Genau. So. Und die Grundregel ist wie beim Mau Mau. Man muss seine Karten loswerden, indem man hier drauf ablegt. Man kann es wie Mau Mau spielen. Das heißt nach der Regel, auf die 6 darf man eine 6 legen und auf Pink darf man Pink legen. Mhm. Das ist aber dann kein Rechenspiel, das sind einfach Mau Mau, das können auch schon 5-Jährige. Ja, das wäre nicht. Die können dann aber mit ihren Eltern oder großen Geschwistern gemeinsam spielen. Das stimmt allerdings, ja. Die Eltern spielen nach der Rechenregel und die Kinder spielen nach der Mau Mau-Regel. Ach so, ja, das geht. Dann können die zusammen spielen. Ja, das stimmt. Und irgendwann fragt dann Klein Fritzchen, wieso legt Papa da eigentlich eine rote 7 drauf? Das ist weder eine 6 noch Pink. Mhm. Dann sagt man ihm, ja, Papa kann ja schon rechnen, der rechnet plus 1. Genau. Und dann will ich auch plus 1 rechnen. Und schon fängt Klein Fritzchen an zu rechnen. Ohne, dass man Klein Fritzchen dazu treiben musste, genau, oder sagen musste, jetzt machst du das der aber. Will das einfach. Ja, der will das. Genau. Und genauso habe ich es mehrfach erlebt. Mhm, sehr schön. So, jetzt waren wir auch schon bei den Rechenregeln. Das heißt, auf die Karte muss eine der Rechenoperationen angewendet werden, in diesem Fall zum Beispiel plus 1. Das heißt, man darf eine 7 drauflegen. Genau. Und das muss auch nicht die gleiche Farbe sein. So, jetzt sind wir bei der 7. Und ich nehme auch plus 1 und kann eine 8 drauflegen. Genau. Dann wäre es mir fast langweilig, aber es bietet sich einfach zu sehr an, ja, den klar, plus 1 wieder zu bemühen. Das ist das Einfachste. Ein weiterziehen. Mhm. 9 ist vielleicht ein bisschen einfach. Anspruchsvoller vielleicht. Ja. Ich rechne nochmal plus 1, dann sind wir bei der 10. Und du kannst jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht. Musst du eine ziehen. Mhm. Weil ich immer mit Kindern spiele, dürfen die auch gleich ablegen, wenn sie können. Du kannst aber nicht. Nicht, dass ich es jetzt so auf den ersten Blick sehen würde. Nee, genau. Und das heißt doch, du kannst. Entschuldigung. Wir haben ja noch die Operation Ergänze auf den nächsten vollen 10. Also 20er hätte ich den nehmen können, ja, natürlich. Das, der nächste 10er wären 20, ja, und da fehlen 10. Das bitte, ist richtig, geht ja, ja doch. Geht ja doch. Das so. Lohnt sich also doch, um mal zu überlegen. Genau. So, und ich habe jetzt eine 5, das heißt die Hälfte. Genau. So, und weil ich jetzt nur noch eine Karte habe, muss ich das laut ansagen, Achterbahn. Wobei, wenn wir eben auf 20 aufgedingst haben. Ja, aber wir sind ja jetzt wieder bei der 10. Es gilt immer die oberste Karte. Ah, so. Es geht immer rauf und runter. Genau, das heißt jetzt verwechselt mit dem anderen Spiel, was ich vorher meine Kinder auch vorher mal, seid ihr denn schwindelfrei? Weil es rauf und runter geht in der Achterbahn. Ja. So, mittlerweile bin ich etwas heiser, deswegen brauche ich jetzt was trinken. Ja, auf jeden Fall. So, und ich kann natürlich wieder plus 1 nehmen. Es gibt sogar auch später noch so eine Erweiterungskarte, die erlaubt dann auch plus 2. Da wäre dann diese Karte möglich. Aber ich würde jetzt tatsächlich hier einfach die plus 1 bemühen und 6 und müsste jetzt auch meine Karte offenlegen. Normalerweise habe ich die auf der Hand, zusammen mit meinen anderen Handkarten. Aber sobald ich nur noch eine Karte auf der Hand habe, muss ich sie offenlegen. Dadurch wird das Spiel wieder ein bisschen anspruchsvoller. Und meine Mitspieler wissen dann, aha, jetzt müssen wir aufpassen, was wir legen, sonst kommt der mit seiner 7 und ist fertig. Okay, und ich glaube, du warst dran. Ich habe tatsächlich den gelegt, einfach plus 1 wieder. Und weil du nur noch eine Karte hast, ich gesagt, Achterbahn ansagen. Achterbahn, genau, und offenlegen. Ich kann jetzt nicht, also muss ich wieder eine ziehen. Und ich habe Glück. Ach so, ja. Ich kann nämlich die Hälfte und verhindern, dass ich fertig werde. Und das ist für dich natürlich gut. Weil ich auf den nächsten 10er. Genau. 3 plus 7 so. Gleich 10 und schon habe ich einen und Chip jetzt verdient. Jetzt spiele ich das so. Du willst ja wahrscheinlich noch ein bisschen mitspielen. Ja, bitte. Deswegen kriegst du erstmal ein Gummibärchen oder was immer gerade zur Hand ist, zur Belohnung. Und das ging aber schnell. Kurzer Döner. Und 5 neue Karten. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt bin ich dran und ich habe natürlich Pech. Mit der 11 kann ich nichts anfangen, also ziehe eine neue Karte. Und jetzt habe ich wieder Glück, ich rechne plus 1. So, das kriege ich keine neue Karte. So, plus 1. Dann nehme ich auch mal plus 1. Sind wir bei der 9.
Und ich kann mir das. Das ist ein Hammer. Das gilt ja jetzt sowohl als auch ne, für plus eins als auch auf die nächsten Szene. Dafür gibt es aber keine Sonderpunkte. Das ist nur plus eins. Ergänze auf den nächsten. Ach, da hätte ich die eins nehmen müssen, natürlich. Und ich will auch nicht ziehen. Das war im letzten Spiel, da musste man immer ziehen, wenn man eine abgelegt hat. So, das sind die Grundregeln. Und jetzt kommen die Erweiterungen. Ab da wird es für mich schwierig. So, eine Erweiterung, das ist immer meine Lieblingserweiterung, ist, man darf auch mehrere Karten legen. Ja, genau. Das Doppelte von 10 ist ja bekannt wie 20. Jetzt kommst du mit deinem ganzen... Das ist, passt ja prima. Genau. So. Und jetzt darfst du aussuchen, ob du mit der 11 oder mit der 9 weiterrechnen. Ich würde mit der 9 weiterrechnen wollen. Das habe ich mir gedacht. So, erstmal kriege ich natürlich meine Belohnung. Genau. Das ist ja ganz wichtig. Sonst verliere ich ja die Lust. Und außerdem kriege ich 5 neue Karten. Das ist auch wichtig, sonst kann ich ja nicht mehr mitspielen. Nee, genau. Dann muss ich zugucken. Das ist langweilig. Genau. So. Dann mache ich mal weiter mit meiner minus 1. Wieso will ich immer ziehen? Ja, und das Doppelte von 8. Wäre 16. Du sag bloß, du hast 16. Dann. Tatsache. Gut, dann machen wir mit der geteilt durch 3 haben wir nicht. Nee. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich könnte, wenn jetzt die 4 oben wäre. Die 4 oben, würde ich auch machen. Und was ist das Doppelte von 4? Wäre 8. Ja, du hast 8. Ach ja, Mensch, ja, der guck, diese 9 Regeln, die, das dauert ewig, bis ich die... Gefunden. Ja, ja, eben, das ist dein großer Vorteil. Das ist natürlich richtig. Und jetzt musst du wieder aufdecken, okay. So, und Achterbahn. 4, ja, ergänze auf den 10er, wären 6. Korrekt. So, wir sind aber jetzt bei der 6, ne? Richtig. Wir sind jetzt bei der 6, ja. Das immer heißt, das, was oben liegt, ist der aktuelle. Und kann ich jetzt auf den nächsten, nee, nicht den nächsten, den letzten 5er kann ich nicht runtergehen. Nein, den nächsten. Das wäre dann eine andere Regel. Ja. Dann müsstest du dir eine blanke Karte nehmen und in Einverständnis mit deinen Mitspielern da eine weitere Regel drauf. Ja, das ist pfiffig. So bleibt die das Spiel kann man dann flexibel. Dazulegen. Ja. So weit wollen wir aber nicht gehen in diesem Fall. So weit gehen wir heute nicht. So, mit der 1. Ich überlege gerade, weil ich vorhin schon gemerkt habe, wenn ich mich im Moment mit den Möglichkeiten auseinandersetze, dann komme ich oft auf was. Aber ja, aber ich kann dir versichern... Als Erfinder glaube ich dir mal. So, jetzt kann ich auch nicht. Nee, ich trage wohl das Handtaschen. Moin. Mach ich den Hand? Naja, ich nehme einfach minus 1 und damit hast du gewonnen. Weil ich auf den nächsten Zehner ergänzen darf. Nein. Ne? Quatsch. Das wären 5. Du musst was anderes machen. Ja, da bringe ich auch noch durcheinander. Jetzt mal überlegen. Also du meinst, ich aber... 6 Möglichkeiten. Ja, das Doppelte von 5 bis 10. Ja, hängt. Erledigt. Es dauert. Es dauert. Ich lerne, aber es dauert. Das waren jetzt, war jetzt die erste Erweiterung. Ja. Die anderen Erweiterungen machen wir ein andermal. Würde ich auch sagen. Vielen Dank schon mal. Ja, gerne. Wie heißt du nochmal? Christian.